11.100.000 Fußballfans, herzlich willkommen zu 19er Alu, dem Schanzer Fußballtalk. Heute hier aus dem wunderbaren Sportpark in Unterhaching, aus dem Präsidentenbüro dürfen wir heute senden. Bei mir, wie immer, zu meiner Rechten der Bernhard Schilling, England-Experte, Weltbester. Zu meiner Linken der Thomas Heindl, Weltbester Fußballhistoriker. Mein Name ist Lars Wilhelm und heute bei uns ein ehemaliger Fußball-Bundesligaspieler, der 303 Fußball-Bundesligaspiele gemacht hat, auch 14 Tore geschossen hat für den FC Bayern, für den 1. FC Nürnberg und für 1860 und ist jetzt eben Präsident bei der Spielvereinigung Unterhaching. Herzlich willkommen in der Sendung, Manfred Schwabel. Servus, Bernhard. Manfred, wir haben vor der Sendung gesagt, wir steigen ein mit dem Thema Phantomtor. Da warst du damals auch beteiligt. Warst auf dem Platz gestanden beim Helmer damals bei dem Tor. Jetzt haben wir wieder die Diskussion auch in der Zeitung. Jetzt haben wir das, war heute im Donaukurier auch drin, das geflickte Tornetz. Wie stehst du dazu? Wie hast du das damals erlebt? Wie stehst du zu der ganzen Situation mit Videobeweis, Torkamera? Wie hast du die Situation damals erlebt und wie siehst du das heute auch? Jetzt muss ich mal sagen, es ist ganz ungewöhnlich, dass ihr Manfred angesprochen habt. Manni, sorry. Ich bin jetzt gleich mal schon voraus. Das ist ein norddeutscher Einschlag. Gut, das war ein bisschen ein Déjà-vu. Wir waren am Freitag im Hotel, weil wir am Samstag in Wien-Wiesbaden gespielt haben. Mhm. Und dann haben die ganze Mannschaft da die Spiele geschaut. Und nachher ist ja dann ein Ausschnitt, oder haben wir halt das Revue passieren lassen, was damals 1994 passiert ist. Ja. Und dann hat man mich gesehen, erst habe ich mal gelacht mit den kurzen Hosen. Ja, da bist du ja, du bist jetzt wieder in der Süddeutschen, jetzt bist du überall wieder präsent. Ja, darum hat der Kiesling daneben gehabt, dass ich immer wieder in der Zeitung bin. Gut, ich bin da am kurzen Pfosten gestanden, ein paar ist da vorne vorbeigegangen. Das war wie im falschen Film, weil zuerst ist er raun in der Stadion gegangen oder Enttäuschung, dass der Ball nicht drin war. Und auf einmal haben alle gejubelt. Ich denke, ich bin im falschen Film und habe es nicht glauben können. Damals, muss ich sagen, haben wir ein bisschen anders protestiert, wie jetzt die Spieler auf dem Platz. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, dass die Hoffenheimer zum Beispiel gar nichts gekommen ist. Mhm. Ich meine, das war wie eine Beerdigung. Mhm. Wir haben da schon ganz schön, dann Osmas, glaube ich, war der Schiedsrichter. Der hat da interviewt, Osmas. Oder Osmas. Mhm. Schimpft nicht, aber ich habe gesagt, das kann es ja jetzt nicht sein, weil die Reaktionen ja klar waren. Aber es war so und jeder weiß dann auch, wie das Spiel ausgegangen ist. Das war dann noch weitere Kapitel geschrieben, das Spiel. Das war ja nicht nur das Phantomtor. Ne? Also ich hab den Ball damals klar im Tor gesehen. Ja, ich war Bundeswehrspätzl unterwegs. Ich weiß nicht. Ich war bei Bayern. Da hätte ich nicht. Aber du hast noch einen Elfer gehabt, oder? War das so? Ja, irgendwann hat es noch mal einen Elfer gegeben, kurz vor Schluss. Und wenn man denkt, den wir jetzt einmal kurz reinhauen, dass wir gerettet sind. Und der Aumann, der hat uns nie einen Elfer gehalten. Den hat er gehalten. Und das hat leider dann fatale Folgen gehabt. Und wir sind abgestiegen, Bayern ist Meister geworden. War ein sehr negatives Kapitel in der Sportlerkarriere, weil vor allem damals wurde ein bisschen neu interpretiert von Clubseite oder von Clubfans. Ich hätte den Elfer mit dem Fleiß verschossen. Weil ich ehemaliger Bayern-Spieler war. Jetzt im Nachhinein sehe ich das ein bisschen lockerer, aber damals ist die schon unter die Gürtellinie gegangen. Weil wenn man ehrgeiziger Sportler ist und hört dann sowas, ist eigentlich die Höchststrafe, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und das war jetzt ein bisschen ein Déjà-vu, was da alles passiert ist, weil es hat ja jetzt auch einen Elfer gegeben. Ich meine, der hat ihn auch verschossen. Also Kiesling hat das Tor gemacht und dann hat es einen Elfer für Hoffenheim. Mhm. Der hat ihn verschossen. Also es war ein bisschen Parallelen waren zurückversetzt gewesen. Mhm. Hast du jetzt die Reaktion von Kiesling verstehen können, weil es jetzt alle so auf Facebook und so auf ihn einhacken? Mein Gott, ich habe damals noch klarer, dass der Ball nicht drin war, war ja damals. Ich meine, ich habe ja vorher dann, bevor ich nach Nürnberg gegangen bin, habe ich mit Thomas Helmer zusammengespielt. Mein Best ist jetzt was anderes, wie man in der Situation nie war, dass man in so einer Szene beteiligt ist. Ich weiß nicht, ob man den Spielern Vorwurf mag. Und ich habe halt die Einstellung, wenn ich ganz klar sehe, dass er nicht drin ist, dann finde ich, gewinnt man eher, als wir haben ja geschissene 3 Punkte, dass ich sage, Jungs, aber vom Gast, der Ball war halt einfach nicht drin. Denke ich, war für den ganzen Fußball und für Persönlichkeitsentwicklung viel wertvoller, als ob ich jetzt einmal 3 Punkte habe oder nicht. Sage ich als Außenstehender jetzt, aber ich war in der Situation nie, dass ich ein Tor geschossen habe, ich weiß auch, wenn ich geschossen habe, das war keins wahr. Man sieht es bei Miro Klose, der hat voriges Jahr am Schiedsrichter angezeigt, dass der Ball nicht drin war, beziehungsweise dass er mit der Hand da hat. Das hat man auch ganz schlecht gesehen. Das war ein Kopfball und irgendwie war er mit der Hand auch drauf. Und da ist er hingegangen und hat gesagt, nein, das war jetzt keins.
Der hat dann einen Fairnesspreis in Italien gekriegt und ist jetzt in Rom schon ein richtiger Star, also noch mehr als es vorher war. Und das kann nicht schaden. Und das hätte jetzt am Helmer nicht geschaut damals. Und beim Kiesling, also der Reinhard, glaube ich, Reinhard heißt auch ein Abwehrspieler, der ist ja danach interviewt worden, oder Reinhardt, ja. Das wäre gescheiter gewesen, wenn er gesagt hätte, ich sage jetzt nichts, weil der hat dann in die Kamera reingestottert bei Sky, dass du gesagt hast, hey Bursche, dann gib's halt jetzt zu, dass du das gesehen hast, dass er nicht drin war. Aber jetzt da rumeiern. Also grundsätzlich sage ich auch ehrlich, wer am längsten, auch wenn es um viel Geld geht. Ja, hilft nichts. Die Frage ist, hat das wirklich, wenn er es wirklich gesehen hat, dass er daneben war, finde ich enttäuschend, wenn er es nicht sagt. Wenn er sich nicht ganz sicher war, aber das ist jetzt, wir stecken in seiner Hand natürlich nicht drin. Ja. Und von außen dann immer urteilen ist ein bisschen schwierig. Der Kiesling ist eigentlich einer, der mir ziemlich sympathisch vorkommt. Das ist jetzt keiner, glaube ich, der opportunistisch an das Ganze rangeht. Vielleicht hat er es wirklich nicht gesehen. Weg, aber es haben bestimmt fünf von seinen Mitspielern gesehen, dass der vorbeigeht. Ja, aber Bernhard, du redest nicht so gescheit daher, wie wir am Montagabend noch zusammengespielt haben, Gaudi halber da ist beschissen, wo es gegangen ist. Ja, sicher. Das ist ja erstmal um zwei halbe Gigatier gegangen. Das ist ja wieder ganz andere Geschichte. Das ist ja nicht ein Punkt gegangen, gell? Ja, eben. Aber Manni, nochmal die Frage, habt ihr das damals vielleicht auch schon diskutiert oder ist das jetzt auch wieder eine Diskussion mit Videobeweis, Torkamera, wie stehst du da dazu? Na, damals ist das nicht diskutiert worden. Jetzt bin ich der Meinung, weil es wird ja immer wegen Hilfsmittel diskutiert im Fußball. Ich sage, du kannst noch fünf, sechs draus hinstellen, die wo entweder die Trainer ein bisschen reglementieren oder das machen. Das einzig Sinnvolle ist, weil das Entscheidende in einem Fußballspiel ist einfach ein Tor. Ich meine, ob jetzt einmal Abseits gehen wird oder mal Einwurf in die andere Richtung. Ich denke, dass Hilfsmittel, ob der Ball drin ist oder nicht, absolut hilfreich wäre. Mhm. Also da bin ich absoluter Befürworter. Alles andere soll jetzt so bleiben, wenn jetzt Abseits diskutiert wird. Es ist eine Tatsachenentscheidung, aber ob der Ball hinter der Linie oder innerhalb der Pfosten neige, bin ich absoluter Befürworter, dass man da die Tortechnik oder wie man das auch nennt, einführt. Das ist ja heuer eingeführt worden in der Premier League. Ja. Jetzt haben wir da auch schon einen 10. Spieltag. Es hat noch keinen einzigen Streitfall gegeben bei dem Ganzen. Alle sind zufrieden damit. Hat gekostet 2,2 Millionen Euro. Für alle? Für alles. Okay. Ja, für den ganzen Profifußball England. 2 Millionen, gibt es keine Diskussion mehr. Läuft in der NFL problemlos, läuft beim Tennis problemlos. Mhm. Erinnert dich an die Spiele von McEnroe in den 80er Jahren, wenn er eine halbe Stunde dann mit dem Schiedsrichter gestritten hat und du bist vom Fernseher eingeschlafen. Es gibt keine Diskussion mehr. Das Hawkeye hat sich bewährt im Tennis. Da fliegt der Ball mit 200 km/h. Der Schiedsrichter kriegt sofort einen Pieps auf die Uhr, wenn der Ball hinter der Linie ist. Ist offenbar in England kein Problem und so viel langsamer wie in Deutschland spielen die im Moment auch nicht Fußball und haben mehr Torraumszenen. Also ich glaube, das vielleicht, wenn man das, wenn es dort eingeführt ist und sie bewährt hat, ich denke, vielleicht hat das die Aktion, vielleicht hat es einen Sinn, dass man dann wirklich einmal endgültig über das Thema intensiv nachdenkt. Du musst ja eine Weltmeisterschaft sehen gegen England, das Spiel. Ja, weißt du, das fällt das 2-2 kurz vor der Halbzeit, dann geht das ganz anders aus. Dann putzen wir es vielleicht mit 4-1. Brauchen wir nicht drin. Das hast du ja eindeutig gesehen, dass der nicht im Tor war. Das haben sie ja schon hingehalten. Okay. Jetzt haben wir auch einen neuen Trainer in Ingolstadt, beim FC Ingolstadt, den Hasenhüttl. Den kennst du auch ganz gut. Ja. Wie beurteilst du seine Arbeit im Nachhinein? Ist es ein Gescheiter? Kann er was? Wie arbeitet er? Auf was müssen wir uns da gefasst machen? Also absolut guter Trainer, der eine menschliche Aura hat, das ist für mich immer ganz wichtig. Hat in der Heinger super Arbeit gemacht, hat dann beim Misserfolg hat er dann gehen müssen, ob das dann im Nachhinein richtig ist oder nicht. Mhm. Aber wenn es halt Leute hörst, Ralf Hasenhüttl in der Heinger nur positive Meinung. Ist er dann nach allen gegangen, da hat er einen sehr, sehr guten Erfolg gehabt. Mhm. Und ich denke, wenn in Ingolstadt oder in Ingolstadt die Meinung herrscht, dass man auch langfristig was mit aufbauen soll, dann ist der Ralf Hasenhüttl mit Sicherheit der richtige Mann. Mhm. Er hat jetzt momentan einen Vertrag bis Saisonende erstmal, um zu schauen, ob er den Abstieg verhindern kann und dann. Ja gut, aber manchmal ist mir das Denken im Fußball immer ein bisschen kurzfristig. Mhm. Ich meine, die haben jetzt 7 oder 8 Punkte. Ich glaube, ist nicht nur dann sein Schritt, wenn sie die Klasse nicht halten. Ich meine, die anderen schlafen ja nicht. Ich denke, man sollte ein bisschen langfristiger das Ganze sehen. Mhm. Und da ist der Ralf Hasenhüttl sicherlich der Richtige. Ich meine, sein Buch hat bei uns gespielt, der ist jetzt zum VfB Stuttgart gegangen. Auch ein super Spieler, also da haben wir eine besondere Beziehung. Mhm. Und er schaut auch viele Spiele von uns an. Und ich kann ihm noch alles Gute wünschen. Mhm. Aber ich denke, dass da Ingolstadt den richtigen Griff gemacht hat, auf alle Fälle. Ich denke,
Der Müllmann hat das erste Spiel beim FC verloren, wie er als Meterkämmer ist, und der Thomas Ormerl hat das erste Spiel auch verloren. Also passt es, wenn es der Hasen Mittlerz auch verloren hat. Mhm. Gut, wobei natürlich die Situation jetzt, irgendwann muss Punkten anfangen. Ja, kommt aber du kannst halt nicht zu sagen, einer ganz anderen Gesellschaft. Ja. Weißt, wenn ich unter Haching da sehe, familiär, und so weiter. Der kommt ja nicht vor allen, sondern vor allen. Vor allem für allen, ja. Ja, aber ich sage jetzt, die rede jetzt unter Haching und dann rede ich allen. Das sind ja alles zwei, ja, eher Dorf. Da ist der Druck dort ein anderer, weil die Ansprüche anders sind. So wie Autobauer. Überhaupt keine Frage. Da wird es natürlich schon anders ausschauen. Ja, ja. Die werden sagen, du, wir pumpen 20 Millionen im Jahr ein. Ja gut, aber er findet jetzt natürlich eine Mannschaft vor, die hat er nicht zusammengestellt. Ja. Grundsätzlich mal. Jetzt musst du erst einmal ein bisschen Zeit geben, dann kannst du nicht in einem ersten Ergebnis messen. Und wir haben es vorhin gehabt, wenn man vor zwei Jahren KSC anschaut, die abgestiegen sind und sich dann in der dritten Liga entwickelt haben, oder Bielefeld auch, die jetzt wieder mit einer jungen, sympathischen Mannschaft kommen. Mhm. Vielleicht war bei uns so ein Abstieg gar nicht schlecht. Und wenn man dann das Knack hat, an so einem festzuhalten, oder mal das Amikammer an so einem festzuhalten und mal eine vernünftige Mannschaft wieder aufzubauen, wie hat ein ehemaliger Spieler letztens zu mir gesagt, schaust du bei Internationale Ingolstadt zu. Also so kommt es einem mittlerweile vor. Es macht nicht mehr viel Spaß. Wir haben da Außenspieler wie den Kajubi oder Eigler, die nicht mehr oder weniger laufen wie wir zu unserer schlechtesten Zeit gemacht haben. Also das ist die Einstellung mittlerweile. Und dann weiß ich nicht mehr, wieso als ich als Zuschauer da noch neige soll und was dann so ein Trainer machen kann. Ob der überhaupt eine Chance hat, gegen solche anzukämpfen. Man macht mal so einen Schritt zurück. Mhm. Auf lange Sicht drei voraus. Die Frage ist, wie ist die Grundausrichtung in den entscheidenden Gremien? Auch Gremien. Ist, ja. Das ist halt einmal so. Ja. Jetzt nochmal zu Hasenhüttl. Hast du bei ihm irgendwie vom Spielsystem her, oder was sind so die Kennzeichen, von dem, wie er spielen lässt? Setzt er viel auf die Jugend vielleicht auch, oder was zeichnet ihn besonders aus? Na gut, wie er damals in Haching war, war ich hier noch nicht offiziell tätig. Ich glaube, das erste Jahr im Nachwuchsbereich. Genau. Aber da war ich auch ziemlich frisch hier. Ich habe mein Buch unter ihm gespielt. Also der war total positiv angetan, weil man einfach das Gefühl gehabt hat, man weiß, wie man dran ist. Das ist ja schon mal im Fußball ganz ein wichtiger Punkt. Er hat auch viele Junge eingesetzt hier, aber da ist ja nichts anderes überblieben, weil sowieso relativ viele Junge da waren. Aber ich denke, er kann mit beiden umgehen, also mit Jungen, aber auch mit Erfahrenen. Und ich denke, der hat sich ja sicherlich, der Ralf hat sich weiterentwickelt, wird jetzt auch aus den Erfahrungen vielleicht lernen, was bisher positiv in den Vereinen war, was negativ. Ich meine, es ist ja ein Entwicklungsprozess. Ich kann nur sagen, dass er menschlich total in Ordnung ist, und das ist für mich schon mal die halbe Mitte. Bezüglich, kommen wir mal von der zweiten Liga in die erste Liga. Du hast ja auch bei 60 beim Club und bei Bayern gespielt. Verfolgst du die Clubs noch? Ja, mit Interesse? Absolut. Oder lässt dir der Amt hier auch wenig Zeit? Also, oder wirst du noch eingeladen? Oder? Ja, da gibt es immer Berührung. Mit Stefan Reuter hast du mir ja schon erzählt, dass du auch noch Kontakt hast. Ja, immer auch noch Augsburg Kontakt. Ich meine, ich glaube, meine Generation, mit denen, wo ich gespielt habe, sind in den ganzen Vereinen jetzt irgendwo aktiv oder in irgendeinem Amt. Die schöne Sekunde überall hingehen, zur 60, zu Bayern oder wenn ich zum Club fahre, trotz des verschossenen Elfers, weil es hat ja schöne Zeiten gegeben. Das ist der Vorteil, und ich schaue mir natürlich wahnsinnig viele Jugendspiele an, und darum bin ich halt oft auf die Plätze unterwegs. Jetzt im Stadion, wenn einmal irgendein Sponsorentermin oder irgendwas ist, gehe ich mal auch zu Bayern ins Stadion. Bei 60 bei meinem Bruder ist da, das habe ich jetzt eigentlich die Spiele noch nicht angeschaut, weil da will ich mich ein bisschen fernhalten. Ach so, okay. Aber ansonsten sage ich jetzt einmal, verfolge das schon, allerdings jetzt nicht als Fan. Das war jetzt zu weit hergeholt. Und auch die Aufgabe in daheim fühlt mich natürlich so aus, dass ich da im Herzen natürlich jetzt da dabei bin, ist ja ganz klar. Hab ich vorher auch. Ich finde das einfach schön, dass du sagst, du schaust dir Jugendspiele an. Und das kann ja für so einen Verein bloß gut sein, wenn einer, der wirklich Ahnung von der Sache hat, sagt, ich bin da dabei, ich habe einen Blick dafür, und das ist halt was ich mir bei uns auch wünschen darf. Und das, da gibt es ja keinen, wo das für mich erfüllt ist, kann ich dir nicht haben. Oder einen Kontakt pflegt zu einem, wie dem Stefan Reuter zum Beispiel, der dann sagt, du hörst zu, wir haben da einen 17-Jährigen theoretisch. Der kriegt bei uns aber nicht so wirklich droht. Du meinst nicht, dass der in Unterhaching mit Internat und so weiter da besser aufkommt? Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es so läuft. Da tauscht man sich immer aus. Allerdings, ein junger Spieler ist natürlich trotzdem ein großer Konkurrenzkampf. Wir verfolgen sowieso die ganze Philosophie, dass wir es selber ausbilden wollen. Also ich kenne jetzt im Jugendbereich eigentlich jeden Spieler.
Ich schaue mir U11-Spiel genauso an wie jetzt ein U15-Spiel. Ich meine, das ist ja wichtig, ich muss auch wissen, was im eigenen Stall los ist. Mhm. Und ansonsten schauen wir halt, dass wir gute 15, 16, 17-Jährige von anderen Vereinen kriegen, die wir hier dann ins Schaufenster stellen, da draußen. Ne? Mann, aber da reden wir noch im dritten Block nochmal drüber, wenn wir auch auf Unterhaching direkt drauf eingehen. Wollen wir im zweiten Block über deine Karriere auch nochmal sprechen. Und bleibt bei uns bei 19er Alu, dem Schanzer Fußballtalk. Bis gleich. Servus.